fans. Heute haben wir eine wichtige Sendung. Was ist wichtig, wenn man schnell fährt? Oder bergaufwärts? Ja, da muss man natürlich gute Bremse haben. Ne? Und wir bekommen öfter die Frage. Ich habe hier zum Beispiel unsere... Die werden sehr viel verkauft. Eigentlich sind das unsere billigste Bremsbakken. Und ja, die bremsen eigentlich super. Aber wir bekommen Fragen, dass Leute sagen, ja, ich habe eine neue Nabe gekauft, ich habe einen neuen Bremsanker gekauft, ich habe neue Backen gekauft und ja, es bremst eigentlich nicht so gut. Und dat kunnen wir ändern. Eigentlich sehr einfach. Was braucht man dafür? Ein bisschen doppelseitiges Klebeband, ein bisschen Schleifpapier, am liebsten grob, also sag mal 200, Schleifpapier 200, immer gut. Und natürlich deine Nabe. Ich habe hier eine Vorderradnabe. Macht nichts, ob das Hinterrad, Vorderrad, Kreuzspeichen, Sternfelgen, Speichenfelgen sind. Macht nichts. Ich habe es natürlich leicht gemacht. Ich habe nur die Nabe hier genommen. Und ja, das ist für die Kamera natürlich das Beste. Nou, wat kan man machen? Also, ik heb het schon gesagt. Man braucht doppelseitiges Klebeband. En man nimmt die neue Nabe oder gebrauchte Nabe, mag eigentlich nichts. En man klebt da diese Schleifpapier rein. Schwierig? Nein, nicht schwierig. Nur ein bisschen. Man muss ein bisschen die Zeit dafür nehmen. Das Problem ist, aber das ist mit anderen Gute, das kostet Zeit. Ne? Also, was ich immer mache, ich. Schneide ein Stückchen von das doppelseitige Klebeband ab, aber man muss das nicht so an ein Stück hier in die Nabe kleben, weil das, ja, das ist eine Höllenarbeit. Man muss dann das geht nimmer gerade, geht immer schief. Also ich nehme ein paar kleine Stückchen, also 4, 5 schneide ich ab, klebe ich hier im Nabe. Danach, logisch natürlich, kommt das Schleifpapier. Das muss man natürlich nicht in Stücken schneiden. Das klebt man, das muss natürlich gut verklebt sein, hier an Innenseite von deiner Nabe oder Rad. Ne? Nur etwas, da muss man natürlich ein bisschen so, aber ich mache das so. Dann, man baut die neue Bremsbacke ein, habe ich bereits gemacht, das habe ich natürlich auch vorbereitet, sonst wird diese Video viel zu lang. Und dann nimmt man deine Bremsankerplatte und deine Nabe, eigentlich logisch, ne? Man steckt das in die Nabe und man dreht. Und dann hört man, hier beim Mikrofon, warte mal. Dann hört man eigentlich, dass das bereits schleift. Und was passiert dann? Wo kann das Problem sein? Das Problem ist oft, dann nehme ich wieder diese, am Ende von deiner Bekleidung vom Backen, da ist das Problem. Da ist oft die Radius. Darum geht es nicht gleich an diese von Puch Maxi Standard Speichenfelgenabe, die ist 80. Und wenn man das hier mest, dann kann das etwas größer sein. Ist nicht bei allen Bremsbacken so, aber kann sein. Aber das, was ich hier mache, ist immer gut, das zu machen, weil ja, es bremst einfach besser. Also, wenn man sieht, und das passiert, wenn es passiert, ist es so. Dann ist die erste 1,5 cm, dann sieht man, dass das bereits Schleifspuren hat. Und diese Schleifspuren, das ist okay natürlich, weil man muss bremsen, ne? Friction. Und dann, man will das eigentlich, dass diese ganze Oberfläche von diesen Bremsbakken natürlich benutzt wird, beidseitig. Dann hat man richtig bremsen, dann bremst das wieder super toll, absolut, garantiert. Wenn man also das hier macht und man schleift. Da kann man natürlich, wenn man ein bisschen weiter ist, kann man natürlich noch die Bremse ein bisschen so kneifen. Das muss mit Gefühl, weil es sind auch neue Bremsbacken. Wenn man das eine Stunde macht, ja, dann sind die neue Bremsbacken auch weg. Ne? Will man nicht. Also vorsichtig und die Zeit dafür nehmen. Ich denke, per Nabe 10 Minuten muss man dafür ja, muss man dafür nehmen, weil das geht nicht schnell. Geht nicht schnell, aber es lohnt sich. Man schleift, man kneift das ein bisschen zu. Man kneift. Und dann, du siehst, das muss echt mit Gefühl. Aber jetzt funktioniert es. Ich hoffe, du kannst wieder hören mit diesen Schleifgeräuschen. Und dann nimmt man es raus.
Dan kan man... Auf zwei Wegen kann man sehen, ob es funktioniert und ob es jetzt gut ist. Man kann natürlich sehen, ob das ganze Schleifpapier über die ganze Oberfläche, ob da Bremsstoff ist. Dann ist das gut. Und man kann natürlich an die Backen sehen. Wie gesagt, oft sind die erste 1,5 cm, die müssen eigentlich weggesliffen sein. Und dann benutzt man eigentlich die ganze Oberfläche. Also man macht das eigentlich so lange wie nötig ist, bis die ganze Oberfläche vom Bremsbacken Kontakt gehabt hat mit das Schleifpapier. Und dann, ja, dann bremst das eigentlich wie Sau. Dann kann man billig Varianten nehmen, man kann etwas Mediumpreis nehmen, macht nichts. Aber das ja, funktioniert dann einfach einwandfrei und dann hat man, wenn man schnell fährt oder bergabwärts fährt, hat man keine Probleme und kann man gut bremsen. Also ich hoffe, wir haben etwas gelernt heute. Bremsen, immer wichtig. Vergesst nicht, abonnieren auf unseren Kanal. Schreib mal in die Kommentare, wenn du noch Ideen hast oder Kommentare, einfach schreiben oder an info@puchshop.de. Vergesse auch nicht, den Klingel zu drücken, weil dann bekommst du eine Notifikation, wenn ein neues Video online geht. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.